Kindersitze aller Größen und Formen bevölkern mittlerweile den Markt. Eltern haben da oft die Qual der Wahl. 29 Sitze hat sich der ADAC in diesem Herbst genauer angeschaut und damit die ganze Bandbreite von 0 bis 12 Jahren abgedeckt. Das Testergebnis ist sehr erfreulich. Insgesamt 21 Mal konnten wir das ADAC-Urteil gut vergeben. Das heißt, diese Sitze übertreffen die gesetzlichen Anforderungen deutlich. Sie schützen viel besser beim Unfall. Die Belastungen, die wir beim Crashtest gemessen haben, sind sehr gering. Die Sitze sind nicht mit Schadstoffen belastet. Das heißt, die kann man bedenkenlos kaufen. Das gilt genauso für die 6 Sitze mit dem ADAC-Urteil befriedigend. Einzig die Babyschale Maxicosi Pebble 360 Pro fällt mit und ohne Family Fix Station mit mangelhaft durch. Die Babyschale Maxicosi Pebble 360 Pro ist sicher, sie ist auch einfach zu bedienen. Auf die Isofix Station kann auch der Nachfolgesitz montiert werden, der Pearl 360 Pro. Dennoch ist der Sitz nicht zu empfehlen. Sein Bezugsstoff ist mit Schadstoffen belastet. Mit Naphthalin. Naphthalin begünstigt Krebserkrankungen. Der Sitz ist deswegen nicht zu empfehlen. Nach rund 12 Monaten steht dann die nächste Entscheidung der Eltern an. Nach der Babyschale haben die Eltern die Wahl, entweder einen mitwachsenden Kindersitz zu kaufen, den man bis zum Ende der Kindersitzpflicht verwenden kann, oder zunächst einen Sitz für Kleinkinder und im Anschluss eine weitere Sitzerhöhung, die bis etwa 12 Jahre verwendet werden kann. Beim mitwachsenden Kindersitz hat man kleinere Einschränkungen, sowohl in der Handhabung als auch in der Sicherheit. Der Sitz ist auch verhältnismäßig schwer. Und es ist die Frage, wie so ein Sitz nach 10 Jahren Verwendung ausschaut. Dafür spart man sich etwas Geld. Die Sitze, die nur für Kleinkinder verwendet werden können, sind oft auch drehbar. Das erleichtert das Anschnallen der Kinder. Die Sitzerhöhungen, in denen die Kinder dann schon mit dem Autogurt angeschnallt werden, sind sehr leicht. Und gerade die größeren Kinder fahren ja oft bei Freunden oder Großeltern mit. Die Sitze werden oft hin und her gebaut und ein schwerer Sitz ist dann natürlich schon aufwendig im Umbau. Welche Variante für die Eltern die bessere ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ist der Kauf getätigt, wartet die nächste Hürde auf die Eltern: der richtige Einbau. Viele aktuelle Kindersitze bieten sehr vielfältige Einstellmöglichkeiten. Es gibt Babyschalen, die auf der Station gedreht werden können. Das macht es dann einfacher, das Kind im Sitz anzuschnallen oder zu füttern. Es birgt aber auch die Gefahr, dass die Eltern die Schale nach vorne drehen und das Kind so bei einem Unfall einem sehr hohen Verletzungsrisiko aussetzen. Babyschalen müssen nämlich immer entgegen der Fahrtrichtung eingebaut werden. So wird der Kopf beim Unfall in die Schale gedrückt und die Belastungen auf Kopf und Nacken sind sehr niedrig. Einige Babyschalen verfügen auch über eine Liegeverstellung. Das soll es komfortabler machen fürs Kind. Aber auch hier ist es so, dass die Belastungen bei einem Frontalunfall auf Kopf und Nacken stark ansteigen. Bei diesem Sitz muss man deswegen diese Neigungsanzeige beachten. Die Neigung muss stets im grünen Bereich sein. Im roten Bereich können schwere Verletzungen beim Kind nicht ausgeschlossen werden. Bei richtiger Verwendung ist eine sichere Fahrt für die kleinsten Autofahrer also gewährleistet. Die vielen gut getesteten Kindersitze machen es möglich.